So. Sechste Ursache von Nervendefekt. Was eine Ursache sein. Nervenstörung, fünfte Gesetz. Sechste, KSNS Gesetze, sechste. Ursache von Nervendefekt, Nervenverletzung oder Gefäßverletzung. Minderung der Durchblutung. Das Gefäßverletzung ist sehr häufig. Nervenverletzung merke sofort. Nervengeschwind taub. Aber Gefäßverletzung, weniger Blut, die merke nicht sofort. Arbeite langsam, langsam, dann nachher Nerven, Impulssystem defekt kommt. So, jetzt sehen wir mal. So, Puppe stellen ist genug. Das Operation dadurch kleine Sabina außen geschnitt. Die war Bandriss oder solche Dinge. Darum Messer schneide ich hier. Dann die Partie weniger Durchblutung. Dann kommt dieser Nervenimpuls ist krank. Die kommt immer sehr spät. Weil jeder Mensch unterschiedlich die Adersystem. Manchmal solche Ader, wenn so Schnitte, die haben riesengroße Gefahr. Wenn die Operation müsse, nicht so schneiden, ein bisschen andere schneiden, nicht aber. Zum Beispiel solche Bienensystem, Adersystem, wenn geschnitten, nicht so schlimm. Aber solche zwei Bienen, dann haben sie Problem. Normalerweise meistens drei Außenseite kleine Savena. Darum ist es, operieren müssen, die muss Ader gucken. Solche Leute nicht hier, sondern so schneiden. Dann ist kein Problem. Sonst V weniger Durchblutung kriegen sie Problem. Das ist eine traurige Sache. Großbeine abgeschnitten und weggezogen. Das Großsabina, das von Fußparty fast 60% Zirkulation Ausgang. Aber wenn die weg ist, wo durch Blut fließe, ja, ja, machen sie Umleitung. Das ist wie eine Autobahn. Autobahn. Weg läuft die Umleitung des Bundesstraße. Blut fließt weniger. Ja, die muss abschneiden, die muss aus. Warum? Die Venenklappe undicht. Tja, warum undicht? Die haben keine Erklärung gegeben. Warum undicht? Diese Muskulatur arbeitet langsamer. Darum Klappe nicht gegen Reaktion, darum undicht. Wenn Muskelgruppe 0,3 Sekunden so schnell Reaktion kommt, dann Muskelpumpe, Venenklappe Dichtung. Aber wir wissen nicht, Skelettmuskulatur 0,3 Sekunden unbewusst schneller. 0,45 langsam Impulse. Die zwei Impulssysteme Medizin kennt noch nicht. Darum undicht dann einfach zu abschneiden. Dann die Fuß hier kaputt, hier keine Blutung, hier nicht. Dann die Fuß Lebensdauer viel kürzer. Die Fuß hatte weniger Blut. Warum machen sie solche Blindheit? Medizinisch. Irgendwann mal diese Operation verboten werden. Vor 40 Jahren war die Hirn, Gehirn, dann elektrische Schocktherapie Medizin entwickelt. Aber vor 40, ich weiß noch nicht sicher, die war verboten geworden.
das Brötchen ist. Das ist Gefäßschnitt, Umleitung, das Langsame. Wenn man nach 50 alt operiert, dann noch schlimmer. Umleitung, Auto läuft langsamer. Darum die Leute jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren. Dadurch diese kleine Sabena transportieren kann. Wir haben Fuß haben zwei Beine. Große Sabena, kleine Sabena. Wenn die abgeschnitten, die Fuß man benutzen. Kleine Sabena. Dann braucht man viel gehen spazieren. Das ist ein Muskelpumpensystem. Das ist normal, gesunde Menschen, aber Adersystem, Fuß, solche drei Tief. So, eines etwas unter, eines ganz tief. Und Verteilung auch, da dreht sich um, bis kleine Sabina-Verbindung. Welche Leute? Noch andere Systeme. Die Adersystem ist eigentlich genetisch. Alle Menschen unterschiedlich. Aber genetisch. Hand, Füße und überall genetische Form. Dadurch, wenn man Verletzung gibt, welche Leute sehr anfällige Krankheit, welche Leute nicht. Die meisten sind umgeknickt. Dann kommt dieser Wahn ist kaputt. Der große Vena. So, umgekriegt, die verbindet Großabina, die kann nicht U. Dann entwickelt sich die Krampfader. Dann die Leute haben diese Innenzwillingsmuskel, Innenseite immer anfälliger Schwäche und häufig Krampf, weil weniger Blutung. Die ist seltsam, manchmal gibt es. Die haben sehr Problem Fuß. Fußhaut, die Haut sehr schlecht von der Durchblutung. Darum die Leute muss man viel gehen, spazieren, dadurch Fuß mehr Versorgung werden. Die haben nicht keine Dauerkondition. Irgendwas hier Verletzung gehabt, Feuer verbrennt oder Heißwasser, da konnte nicht arbeiten. Dann entwickelt sich D2. Das ist wieder Krampfader. Solche Fall, Leute, die braucht viel Bewegung her, Muskelpumpe unterstützt. So. Die haben alles, habe ich selber gemalt, weil so unterschiedliche Programme gemacht. Die waren kaputt, die neu entwickelte, die. Aber die geht hoch, manchmal treibt die Hauptader hier irgendwas zusammen. Dann ist okay. Aber wenn nicht treffst, die wird die Krumm- und Krampfader. Die haben viele Verletzungen. Da und da. Das ist meistens Heißwasser. Viele haben. Oder Moped hinter hinsetzen, Moped hingefahren, die Moped heiß. Auspuff geht hier. Da kann auch oft kaputt gehen. Die auch so ähnlich. Solche Leute haben seine Umleitung, Fußpartie, Zirkulation schwächer. Darum ganz bewusst mehr trainieren werden. Training heißt viel laufen gehen, dann noch die Möglichkeit gibt. Das Außenseite kleine Sabena, gesunde Menschen. 1, 2, 3, so ähnliche verschiedene Typ gibt. Hier groß innen Sabina, außen kleine Sabina, manchmal gibt es Trennung. Die Leute, wenn hier kaputt, dann ist gefährlich. Wenn zusammengebündete hier irgendwas kaputt, dann dreht sich um.
Aber wenn so Trendreute, wenn jeder Innen-Außenseite-Verletzung Sehschwierigkeit 4C. Die Leute hoffe ich manchmal geht. Die Außener 2. Normal alles fast 3. Innen ist immer einer. Ein bisschen Geduld. Noch einmal, dann ist Ende. So. Das war zu groß. Das Zähne, die Muskel. Muskelende ist Zähne und hier sind ein Zähnerezeptor. Wenn Zähnerezeptor, hier die Party, Nägel oder solche Sachen gestoßen, dann habe ich genau diese Wand getroffen. Aber harmlos, eine Nagel kommt minimal blutbar, aber die Nerven trifft, da kann auch diese Muskulaturproblem kommen. Fuß, Nägel getroffen, Nägel durch Schuh, dann hat er solche Zähnerezeptor getroffen. Dann die Zähne arbeitet sehr langsam und Kraft verloren. Dann nachher chronische Erkrankung Ursache kommt, weil die Muskel langsam arbeitet. Das ist sehr gefährlich, solche Nagelspitze. Wo trifft? Knochen nicht schlimm, aber Nerven, diese Wand trifft, dann Nervenbandverletzung. So, ein bisschen kleiner. Das ist der Fußballspieler, sehr häufig passiert. Bademuskulatur, Fußball, nein, Schuh hat er richtig ausgetreten. Dann Zwischenspaltung, Ödem und Hämatom gebildet. Dann nach 2-4 Wochen, da geht er alleine weg. Aber selber Stelle, eine Woche später nochmal treffen. 2-3 Mal hintereinander selber Stelle. Dann Hämatom geht nicht weg, die treibt das. Dann Muskelbewegung, sehr stark Reibung. Und die Muskel, Endeplatte, Nervenschädigung gibt, die Muskel arbeitet langsam. Aber andere Muskeln arbeiten Koordination schneller, eine Muskel arbeitet langsamer. Dann übernimmt der andere Muskel die Kraft. Dadurch die Haltung symmetrisch und Nervenschädigung kommt. Das ist sehr häufig passiert, die Fußballspieler. Was passiert solche Dinge? So. Eisnervenkern. Das ist wie eine Arm, die Antenne praktisch. Ne? Die empfindet das überall Umgebungen, Information.
Und die Endigung melden Sie das Information mitteilen oben. Der auch mitteilen oben. Und die wieder in Verbindung noch andere Nervenbahn, dass Information Verbindung kommt. Das ist eine Leitung. Information Leitung. Das ist wie ein elektrisches Kabel. Heute Handy, aber früher war die Kabel, die Telefon, wenn Kabel gerissen, die kommt keine Kontaktverbindung. Wenn so ein Hämatom oder Verletzung diese Umgebung gebildet, dann die Nervenachson, die bekommt man sehr schlechten Nährstoff. Dann Nerven verliert das die Fähigkeit. Das ist Nervenverletzung. Das gestoßen oder dann so. Bisschen symbolisiert Bilder. Das Nervenachson. So läuft das. Die Verletzung. Da die Achson innen wird innen immer wieder enger. Darum kommt die Information sehr schwer. Jede Nervenbahn dieser Form innen eine Reitung drin. Aber wenn Reitung enger, kann man schlecht Verbindung und viel Information mitteilt. So, nochmal. So, sehen wir mal das, haben wir gesehen. Nochmal kurz erklären. Gesund Menschen, so läuft das. Die krank geht nicht und langsam schwach. Neunte, noch mehr schwach wie eine Lebung. So die Verletzung her, so unterschiedlich kommt das. So, das nochmal. Gucken wir mal das. ,3 Sekunden schneller. Das steigt das schneller, 0,5, 0,3, aber Impuls schnell reagiert, aber Dauerkraft nicht da. Das ist Nervenstörung, Mensch. 0,5 reagiert nicht immer spät, B. Aber breit das. Aber die Leute haben sowieso Schwachkraft. Das 0,3 ungefähr, so. Die steigt ganz hoch. Die schnelle Reaktion, die haben kräftiger. So, was passiert? Das Haut, das schwarze Arterie, das Bene, die läuft das Blut sehr gut in Zirkulation. Das ist gesund. Das ist Hämatom oder Fettablagerung, Kalk abgelagert, die Partie. Dann wird die Bene wieder enger. Arterie auch enger. Dann Zirkulation schwer und Haut gibt es die feine Kapillar, bildet Stau ganz dick. Darum Haut kann man sehen, manchmal so viele Äderchen. Die sind unter dem Haut, solche Sachen passiert. Und F, die war dünn, dünner, dick, krumm und sehr erweitert. Das krampfhafte Entwicklungssystem. Das machen Sie eine Störung hier. Unsere Körper
Ursache. Darum meistens Gefäßverletzung ist Großursache. Nächstes Mal sprechen wir Sitte, Nervendefekt, Zustand, was kommt. Dankeschön.